ging's hin und her und das fand ich echt faszinierend, weil ich kenne ihn seit ich 12 bin. Da habe ich früher im Tischtennis trainiert. Und das ist auch der, wo zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass wir kein Disco mehr in Welsheim haben, weil er sich da gestört fühlt davon, weil er wohnt 3 Häuser weiter. Okay. Der war der Initiator, ist also eigentlich wirklich so ein typischer rechtskonformer Deutscher, wie man ihn Nice. kennt. Weißt du, so, er macht seine Sache, er schafft sein Geschäft, zahlt seine Steuer, alles ganz ordentlich. Weißt du, so, wirklich in, eigentlich Lokal. so, so Konventionell. ein super Bürger, ja, wie man haben möchte. Und der steht wirklich dran und bringt den Spruch mit 9-11. Also da, wenn man das so anguckt, da gibt es schon andere Theorien, die da eigentlich in sich schlüssiger sind. Das fand ich Oder wirklich wie krass. der ältere Herr, wo er gemeint hat hier mit Weimarer Republik und so, wo auch Bescheid wusste. Ja, gibt es immer, der ist auch schon fast schon in die 80, der hat es auch. Also es gibt schon immer wieder welche, die einem dann begegnen, wenn manchen denkst, okay, lass es einfach, weil das hat keinen Wert, ja, weil die haben so Vorstellungen, sind so in der Spur, das Ja, kannst du wirklich das ist vergessen. so, in Aber unserer römisch-katholisch geprägten Welt ist dieser Missionierungswahn ja aber nun auch schließlich sehr erklärbar. Ne? Und das haben wir halt eben all diesem auch zu verdanken, dass unsere Gedanken da, unsere Jacks, unsere Verstände darauf programmiert sind, Recht behalten zu müssen. Auf Teufel komm raus und wenn wir dabei draufgehen. Scheiß drauf, dann verrecken wir halt. Hauptsache, wir behalten Recht. Nee, das ist So, auch der da, Punkt. so sind die Verstände halt eben, ne, das kann man sich angucken. Da Klar. braucht man nicht Psychologie für zu studieren. Und So. Ja. Hauptsache, man kann Motze den ganzen Tag. Nee, Ja, die sind nur am. das sind ja dann die Symptome Ja. daraus. Ne, sie meinen die ganze Zeit, sie haben Recht, lassen sich auf keine anderen Sichtweisen ein. Das ist so dieses Problem mit den Gläubigen. Und damit soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, der Nee, aber da, ist das ne, so? aber jemand, also das ist, es gibt, also mit Gläubigen meine ich halt eben explizit nicht nur unbedingt irgendwelche religiös Gläubigen, sondern halt auch weltlich denkend Gläubigen. Also ich habe gestern halt so einen Fall gehabt, da hat mich eine Freundin aus Jugendtagen, halt eben auch aus der Kirche, wir waren zusammen im Jugendchor und im Kinderchor schon und, ich habe mich halt irgendwie voll, so wie, keine Ahnung, 20 Jahre keinen Kontakt gehabt und irgendwann so Facebook, ne, macht halt möglich, habe ich mich so gefreut, dass sie irgendwie wieder in meiner Das hatten wir Wahrnehmung dann gestern auch schon mal, war. gell? Wo ich gesagt habe, das war im Fernsehen. Aber war das Piepst. deins? Gepiepst, gell? Zweimal. Ja, zweimal. Mein Tor ist Viermal nicht. eigentlich. Ja, Das genau, zweimal, Telefon zweimal. nicht. Ja, genau. Zweimal, zweimal. Und dann halt eben auch so aus diesen Tagen und sie schrieb mich dann halt gestern auch an bezüglich meiner Einstellung zu den französischen Flaggen in den Profilbildern, wo ich seitdem ich halt eben den Post am Samstag gesetzt habe, einfach nur den Film beobachte, der da abgeht, mich halt selber gar nicht da mit irgendwas identifiziere, sondern einfach nur wusste, hey, die Gedanken, Leute, die gehören dann auch mit auf den Tisch, ob euch das schmeckt oder nicht. Und wenn gewisse Worte so gewählt waren, dass ihr euch angegriffen fühlt oder betroffen fühlt oder angesprochen fühlt, dann kommt das auch nicht von ungefähr. Und das ist Eben. ja genau das Ding so, ne? Gerade diese Leute, also es gibt. Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute, die zwischenzeitlich die französische Flagge drin hatten, sie inzwischen nicht mehr drin Nicht mehr haben, haben. ja. Ich habe auch ein Viele paar haben das einfach rausgeschmissen. wieder zurückgemacht Ja. und haben offensichtlich irgendwie drüber nachgedacht. Ich habe noch nie vorher, noch nie, also ich habe 5000 Freunde seit geraumer Zeit, ich muss immer wieder welche rausschmeißen, seit Samstag haben mich 60, 70 Leute, wieder habe ich 60, 70 neue Anfragen, ich weiß gar nicht, wohin damit gerade. Und dann, Mach dir doch eine Seite, da kannst du unbegrenzt rein. ja, Aber habe ich, aber musst ich, halt immer doppelt alles machen, das ist halt. ja, also das Ding, du kannst ja inzwischen auch abonnieren, dann kannst du die Ja. Leute auch anschreiben, dann ist das eigentlich egal, ob du mit denen befreundet bist. Und ich mache da jetzt eh nochmal Clean Sweep, so mit Leuten, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe oder die immer noch französische Flaggen da zeigen. Wie gesagt, die löschen Schmeiß ich das. gerade mal Schon einfach bei allein, dass es den Facebook Button raus. dafür gab. Ja, Ja, da muss ja. man doch nachdenken. Ja, ich habe auch alle Hallo, mir möglichen wird's Leute richtig. gefragt. Ich sage immer ganz im Ernst,
woher kam die Idee, dieses Profilbild so zu machen? Kam die aus deinem Bauch oder aus deinem Herzen? Oder kam die von dem Bildschirm vor deiner Nase? Und wenn die von dem Bildschirm vor deiner Nase kam, dann war es nicht deine Idee. Und wenn sich das so schnell verbreitet, dann steckt da normalerweise auch irgendetwas hinter. Und das ist nicht nur Betroffenheit, sondern das ist unter Umständen eine Gewohnheit, weil wir das seit Jahren mit allen möglichen Sachen machen. Nur, dass wir diesmal mit dem kleinen Unterschied, den die wenigsten Leute begriffen haben, eine Staatsflagge darin sehen. So, und da rede ich nicht von Nationalsozialismus oder sonst irgendwas, sondern da sehe ich einfach, hey, da muss man noch so viel nachdenken können und so viel sich einfach mal dafür interessieren, dass Al Jazeera völlig andere Nachrichten bringt als die deutschen Medien. Und die deutschen Medien ja schon untereinander halt immer verschiedene Seiten zeigen, damit man schön gespalten ist, so läuft dieses Teil- und Herrscherspiel, ne? Und wenn man dann halt eben auf die Falle reinfällt und irgendwas gut oder schlecht findet oder irgendwen gut oder schlecht findet und sie sehen nicht, dass wenn, also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich wäre Iraner, der Arabisch spricht oder sonst irgendwas und, dann, ne, und ich konsumiere dann halt eben die östlichen Nachrichten, die garantiert, das ist ja, darauf läuft das ja. Du hast ja immer auf beiden Seiten des Krieges hast du jeweils eine Armee von Leuten, die meinen, sie stünden auf der richtigen Seite. Ja. Sie sind die Guten, die anderen sind die Schlechten. Und das legitimiert die bis hin zu dem anderen eine Kugel in den Kopf zu jagen. Jeden Tag. Das ist nichts, was einfach nur in Filmen oder Hollywood passieren würde. Das sind Sachen, die jeden Tag passieren. Klar. Jeden Tag werden Menschen ermordet von Menschen, die meinen, die sind die Bösen und wir sind die Guten. Hey, die Guten morden nicht. Es ist noch nie jemand als gut definiert worden von vor allen Dingen dann der Opferseite. Eben. Ja, und den Angehörigen. Und das ist der Punkt. Und das ist ein Spiel, das wird auch mit Paris gerade gespielt. Da ist es nämlich jetzt, da geht es doch auch, Paris hat die Grenzen hochgezogen, habe ich gelesen. Ich habe immer noch keine Bilder von Paris. Ich habe es bis jetzt geschafft, nicht zu wissen, was da überhaupt passiert ist. Ich weiß bis jetzt, Paris, Anschläge, genau. Summa summarum, irgendwie plus wissen, minus 50, so, 150 so Leute tot. Ja, wo ich mir dann halt eben wirklich denke, also ich sage das jetzt gerade nochmal, weil es gerade einfach nochmal in den Kontext passt. Man kann von allem, was ist, das Gute und das Böse sehen. So, die Dinge sind immer schon alle jenseits von Gut und Böse gewesen. Es kann immer von welcher Seite du so anguckst. Und man kann in allem tatsächlich das Gute sehen. So, und bei 911, ich sage nicht 9-11, werde ich immer wieder darauf angesprochen, sondern 911, weil 911 der amerikanische Notruf ist. Das ist ein Notruf, also deswegen sage ich, auch für die, die das immer wieder mal bemängeln, das heißt 9-11. Ja, ich weiß, 9-11 heißt, wenn man das als Datum nennt, aber ich habe halt eben einen völlig anderen Bezug dazu, weil ich sehe tatsächlich sowas wie einen Wecker. Das war eine Notwendigkeit. Wenn ich sehe, wie viele Millionen Menschen aufgewacht sind seit 9-11, die das auch wirklich als Anstoß brauchten, sonst hätten sich ja nicht so viele Leute daran angestoßen, dass genau. Da halt eben da der Punkt erreicht wurde, Moment mal, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann wirklich auch ein Interesse dafür entwickelt haben, was das ist. Das und ist sich dann halt eben nicht zu schade genau. Dazu waren, in die Verschwörungsschublade reinzugucken. Das ist das Problem. Ich habe echt, ich habe wirklich aufgehört. Oder sonst wohin, ja, ne, wo man nicht hinguckt. Versuche Menschen oder mit Menschen zu reden oder die davon zu überzeugen, die nicht bereits den eigenen Willen entwickelt haben, sich damit zu beschäftigen. Jeder läuft seinem Interesse hinterher. Ja, du kannst jeder. Es völlig vergessen. Ja. Weil wenn jemand ich habe ein viel besseres Bild von der Menschheit genau. Als die meisten anderen, weil ich mir genau das, auch genau. Wieder das Gute. Genau. Ne, weißt du, Punkt, wenn ich jetzt genau den Typ nehme, von dem ich gemerkt habe, okay, der hat jetzt mal drüber nachgedacht, 14 Jahre später, dass es doch was anderes sein könnte. Ja. Wenn ich dem vor 2 Jahren erzählt hätte, dass
die Verbrennungstemperatur von Kerosin schlicht nicht ausreichend ist, um die dort verbauten Stahlträger derart zum Schmelzen zu bringen, wie sie es behaupten, dass deswegen das Gebäude zusammengestürzt ist, ja, dann hat er mir das damals, das würde mir nie glauben, weil warum sollten die denn sowas hinfaken, ja? So, der würde immer drüber nachdenken. Wenn ich dem Stand die meinen heute, tatsächlich, dass, ja, also das ganz im Ernst, sie schicken jeden Tag 100.000 von uns in den Tod, also 100.000 pro Tag statistisch, ne, in den Tod, und dann sollen die sich zu schade dafür sein, so eine Sachen zu inszenieren. Ach, hey, wir, also die Regierungen sind nun mal die Kriege da inszenieren, also ne, sie den Krieg erklären und gegen wen und was, und da, und die Soldaten sind dann hübsch, also, bist, wenn du Soldat bist, bist du nicht, wirst du nicht fürs Denken, ja, oder Hinterfragen, klar, sondern bist du, da wirst du dafür bezahlt, Befehle auszuführen. Klar. Punkt. Und wenn der da ist, so, und hier, schieß, bevor der schießen kann, schieß vor allen Dingen, bevor du fragst, ob der überhaupt von dir will, weil wenn wir das mal machen würden, ne, im Schützengraben, so, ey, auf der anderen Seite, wollen wir das eigentlich? Mhm. Wollen wir nicht lieber hier gerade mal das Schlachtfeld in einen Spielplatz verwandeln und da rumchillen alle zusammen? Ey, wie groß sind die Chancen, dass von da hinten kommen? Halt die Fresse, du Arschloch! Also, ja, das wird, weil wir eben Menschen sind. Und wenn eine freundliche Geste nur gezeigt wird, dann wird die meiner Beobachtung nach meistens gerne angenommen. Eine friedliche Geste. Ey, wollen wir unsere Zeit gerade wirklich damit verplempern, uns rumzustreiten, so? Ist das... Wie lange noch? Ja, was die Seele schreit irgendwie, ja, so. Ne, boah, können wir uns, wollen wir uns nicht einfach alle mal in Ruhe lassen und in Ruhe leben lassen und uns jedem das gönnen? Und dann finden wir schon raus, wie das geht, wenn wir nicht wissen, wie es geht, aber es wird gehen. Weil wir haben bis jetzt immer als Menschheit noch für irgendwas, was wir gerne hätten, eine Lösung gefunden. Was soll denn daran so schwer sein, sich nicht mehr auf die Fresse zu hauen? Aber das ist das Weltbild, was die meisten Leute haben. Nee, das funktioniert nicht. Dabei sind das immer genau die, die dann selber mal draufhauen. Das war so interessant, das zu beobachten gestern. Sie meldet sich bei mir dann über WhatsApp und fängt an, mich voll zusammenzukacken. Ich so, sorry, ich glaube, du hast da was missverstanden. Hast du das Video gesehen? Und die so, nee, interessiert mich auch nicht, bla. Und wieso, wie könnt ihr da so ironisch sein? Und ich sag so, ironisch? Ich sag, ich habe da kein einziges Wort ironisch gemeint. So, und dann kam raus, dass sie letztendlich, bloß weil ich irgendwo mal Like gedrückt habe, weil ich da auch meine Gründe für hatte, da mal drüber zu grinsen, als ich es gesehen hatte und aus meinen Gründen heraus das geliked habe. Weißt du, da kackt die mich zusammen, weil ich da so Stellung beziehe, weil ich ein Like setze, während sie die französische Flagge immer noch in ihrem Profilbild hat und nicht kapieren will, dass sie sich gerade verarschen lässt. Ich habe das angesprochen, ich habe gesagt, ey, ihr lasst euch so verarschen, ja, die mit den Medien und bla. Und dann sagt ja, du bist so bescheuert und bla. Und, ja, ich, und dann bitte ich ja dreimal, mich damit in Ruhe zu lassen. Und dann sagt sie mir so, und jetzt ist Schluss. Und ich so, du bist ja echt lustig. Ich sage, ich bitte dich dreimal, mich in Ruhe zu lassen. Und jetzt kommst du mit mir schon. Und dann sagt sie, ja, so ist das. Was hat sie da geschrieben? Also letztendlich wirft sie mir vor, ich sei nicht konsequent gewesen. Ich habe nicht dreimal gesagt, jetzt ist Schluss, ich halte jetzt die Klappe, sondern ich habe sie gebeten, die Klappe zu halten. Und also völlig unlogisch, das Ganze, völlig irrational. Und ich hatte überhaupt gar keinen Grund, das da in dem Moment noch als Angriff zu sehen, weil ich habe die letzten paar Tage, konnte ich mich super darin üben. Nicht die Bohne. Das tut keiner nach der Motivation. Und ich habe ihr das sogar noch gesagt. Ich habe in Facebook, also kein Grund, ihr böse zu sein. Genau, nicht im geringsten. Es gibt in Facebook zwei Gruppen. Ja. Eins ja, zu Asylbewerbern in Welzheim und eine gegen Asylantenheime in Welzheim. Ich habe beide geliked. Ja. So. Jetzt werde ich natürlich übelst angekackt, was sie denn gegen... Von beiden Seiten. Dass ich, was ich denn gegen, so.
meine Motivation ja, ist niemals hinterfragt worden. Ja? Meine Motivation ist aber eine ganz einfache. Mich interessiert einfach die Thematik und zwar nicht nur von einer Seite, sondern von der Gesamtheit. Beispielsweise, ja. Weil ich mir nämlich dann beide Seiten angucken kann das und mir dann ein Urteil erlauben ja. kann. Wenn ich doch nur die eine Seite betrachte, wie kann ich mir anmaßen, denn über die anderen Beweggründe oder irgendwas überhaupt zu urteilen. Das kann ja, aber glauben. Überhaupt, du sagst das schon so, überhaupt zu urteilen. So, und die sind so sowas von fest überzeugt von ihrem Urteil, dass du sagen kannst, was du willst. Richtig. Und du kannst auch, du könntest gleichermaßen deinen Kopf gegen eine Wand hauen. Richtig. Das ist hat den gleichen deswegen Sinn. Ich sie beide geliked, du hast am Ende ja. Kopfschmerzen. Ja, ich habe sie beide geliked, weil ich bin weder dafür noch dagegen. Ja. Ich sage jedem, und das tue ich immer wieder, weil ich es auch machen werde, ja, wenn ich da oben vorbeilaufe, ja, und ich laufe da rum und die stehen da und was weiß ich, man kommt ins Gespräch oder auch nicht, weil die auch die Bereitschaft zeigen oder auch nicht, ist doch alles cool. Wenn ich jetzt natürlich da oben vorbeilaufe, da kommen drei schräg her und meine, mir jetzt irgendwas abnehmen zu müssen, dann muss man eben auch da entsprechend irgendwas machen. Aber man darf dann nicht die Realität auch nicht verzerren oder so. Man muss es dann sehen, wie es ist. Wenn sie so sind, wie sie sind, dann sind sie okay. Ich muss ja, aber warum haben die Leute dann vor allen Dingen, warum gehen sie davon aus, dass drei Leute auf sie zukommen von nur durch diese ich Angst sag nur machen. Beide Möglichkeiten, weißt du, die Möglichkeit A ist einfach die, ich gehe hin, alles ist cool, wie es auch sein soll, ist das super. Ja. Möglichkeit B kann es gibt zig Möglichkeiten. Ich verstehe ja? zum Beispiel nicht, aber ich weiß nicht, warum ich Angst vor denen haben soll, weil ich mir die Gründe, warum ich vor Angst vor denen haben soll, einfach nicht reingezogen habe. Ich kenne die Gründe nicht. Ich weiß nicht, warum ich vor denen Angst haben soll. Weißt, aber du kannst doch nicht, egal bei welcher Situation, von vornherein von irgendwas ausgehen. Du musst doch dich in die Situation begeben, dann kannst du sie sehen, dann kannst du sie beurteilen. Und dann kannst du, egal wie sie aussieht, entsprechend einfach handeln. So. Ja. Aber ich muss sie mir doch angucken, die Situation. Ja. Ich kann doch nicht sagen, nur weil jetzt in zwei Ortschaften weiter in einem Asylantenheim nur Drogendealer sitzen, wird es bei uns genauso sein. Ist doch Blödsinn. Ja. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass in jedem Haus, in jeder Ortschaft alles immer gleich ist. Ja. Es ist ja ein Zufallsprinzip dabei. Klar können da vier Schräge dabei sein, ja. Was weiß ich. Und der Punkt ist, der Punkt ist genau weißt, deswegen, weil du das halt genau so siehst, hätte diese Mail gestern in keinster Weise von dir kommen können. Nee, weil ich würde dich fragen, komm mal, du machst dabei. Genau. So, hör mal, warum so mach, bevor ich dich zusammenscheiße, frage ich erstmal, wieso machst du, was du da machst? Ich verstehe es nicht. Eben. Aber da muss ich ja selber zugeben, dass etwas hinter meinem geistigen Horizont offensichtlich liegt. Ja, aber Mann, wie anmaßend kann man denn nur sein, wenn man meint, hinter meinem Horizont geht's nicht weiter. Und ey, da liegen 95% all dessen, was wir wahrnehmen könnten, ja selbst das aus, hinter diesem davon Horizont. Ausgehe, dass ich nur meinen Horizont habe und das ja. so ist, ja, und dann aber auch nicht bereit bin, was anderes zu akzeptieren, habe ich ja einerseits eine Sichtweise, okay, ich habe das so. Dann muss ich aber in letzter Konsequenz doch vielleicht logisch auch so weit denken, dass jeder andere Mensch dann auch so einen Bereich hat. Ergo muss der ja nicht zwangsweise der gleiche wie meiner sein. Ergo kann eigentlich mein Horizont nicht der einzige sein. Ja. Ich meine, das ist schon darin begründet, dass der eine, dass jeder eine andere Meinung hat. Und der nächste jeder was anderes. Weißt, was ja, egal in was, es hat jeder ein anderes Interesse, eine andere Meinung. Ja. Und deswegen wird auch der Horizont von jeder Person immer ein anderer sein. Ja, genau. Und das ist dann sein. Halt nämlich diese Bewusstseinserweiterung, was ohne Drogen, einfach nur sich gibt. So, ey, statt dich zu verurteilen, erstmal zu interessieren und zu sagen so, warum machst du das? Genau. Und dann, wenn ich mir beide Seiten angehört habe, wenn überhaupt, urteile ich. Aber ich, da irgendwo ich verliert sag, sich der Bedarf des Urteils vorher und nimmst die Dinge eigentlich. Ja, eben. Ja, ist warum ich soll ich meinen Tag mit spekulieren? Ja, nee. Ich meine, es gibt immer noch Sachen, wo ich sage, finde ich nicht okay. unbedingt nur gut, wie zum Beispiel eine französische Flagge gerade in sein Profilbild zu setzen. Finde ich nicht unbedingt nur gut. Ich erkenne die guten Ansichten. Ich muss echt sorry. Kein Thema. Bis später. Ne, ich akzeptiere und sehe die guten, aber ich sehe eben auch die anderen. Und all die mich da angeschissen haben, die, wie viele von denen kannst du überzeugen? Das ist mir scheißegal, ich kann niemanden überzeugen. Die können sich höchstens selber überzeugen. Aber es waren einige dabei, die auf jeden Fall offensichtlich bereit waren, sich erstmal die andere Seite anzugucken. Ja. Weil ihre französischen Flaggen
ganz, ganz schnell wieder verschwunden sind. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass gerade sehr viele Menschen wirklich dabei sind, aufzustehen. Das ist das, was ich meinte, als ich sagte, ich sehe auch was Gutes in Paris, weil wir werden von diesem Datum reden als nächstes, von an dem wir angefangen haben, nicht aufzuwachen wie 911 oder 911, sondern wo wir angefangen haben, aufzustehen und diese Scheiße nicht mehr zu kaufen, wie wir es gewohnt waren. Wir tun ab hier offensichtlich etwas Ungewohntes. So, und wir machen es noch mitunter auf gewohnte Weise, nämlich erstmal so, ja bla, jetzt sind natürlich ganz viele Leute da, die noch nicht gelernt haben, auf unserem Level sich einfach auszutauschen, die diskutieren dann jetzt noch, aber gerade sich an diesem Thema so reiben, also nicht mal an Paris, sondern gerade wirklich noch viel mehr an dem Thema, also die hat mich gestern nicht, weil sie wegen Paris irgendwas im Kopf hatte, angeschrieben, sondern weil sie sich an der französischen Flagge und meine Meinung dazu gestoßen hat. Eigentlich hat sie sich an was ganz anderem gestoßen. Sie hat nämlich gedacht, also wie gesagt, ich hatte da irgendwas geliked, das hatte ich aber überhaupt nicht geschrieben. Das war wohl irgendwas Ironisches. Hier, ich glaube, dieser Typ, der dann da jetzt die ganze Zeit gezeigt wird, wo dann da steht hier, I did something great, so ein Typ und dann ist die französische Flagge davor und dann steht da irgend so ein, gibt es verschiedene Sprüche, so von wegen, ich habe was Gutes für die Welt getan oder was weiß ich, keine Ahnung, ich habe es ist, das geht da rein, da raus, das sind die Sachen, da brauche ich nur die Essenz mitzumerken, da brauche ich das Detail nicht. Und das hatte ich halt geliked. Und daraufhin hat sie quasi das so gesehen, als hätte ich das unterschrieben, was quasi gleichzusetzen mit ist, ich hätte es genauso geschrieben. Was ja, wo ja auch mitunter was dran ist, wenn da etwas geschrieben steht, von wegen, wie ich das letztens in dem Post gemacht habe, das hier ist eine Weltfriedenserklärung und derjenige, der das liked, macht das bitte wie eine Unterschrift und sagt so, das sehe ich genauso. Und da, ich habe noch nie, never numquam, 1000 Likes auf irgendetwas gehabt. Also ich hatte letztens da einen absoluten Peak erreicht, weil dieses schöne Foto von Asra und mir da irgendwie 200 Likes hatte. Aber nicht 1000 an irgendwie 2 Tagen. Und das geht ja immer noch weiter irgendwie, ne? Weil die Leute sich da immer noch dran stoßen. Das heißt, die Debatte über diese französische Flagge und ob ja oder nein, die wir da losgetreten haben, ist den Leuten tatsächlich gerade wichtiger als das, was sie aus dem Fernsehen wissen. Sie sind abgelenkt von der Ablenkungsshow und sind gerade quasi genötigt, ihre Sichtweisen in Frage zu stellen. Wir werden uns an diesen Tag erinnern, als den, der uns geholfen hat, aufzustehen. Und dafür, dass dann halt demnächst Milliarden Menschen im Frieden leben können, danke ich den 100 Seelchen von Herzen und empfehle jedem anderen, das genauso zu tun. Das sind alles Helden für mich und keine Opfer. Alle. Auch die Attentäter, weil die auch mit bei diesem Spiel dabei geholfen haben, es möglich zu machen, damit wir gerade uns solche Gedanken überhaupt machen können. Und ich habe für eine solche, ich weiß, dass ich selber, ich habe mal ein halbes Jahr mit einem Freund nicht gesprochen, weil der mir sowas quasi auch gesagt hat. Da hat er gesagt, kannst du dir vorstellen, dass die ganzen Kinder in Afrika verhungern, damit wir oben hier mal... Ja. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, dass du wirklich sagst gerade, dass da hier die ganzen Negerkinder alle sterben, damit wir uns spirituell entwickeln können. Hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich geschnallt habe, was der mir gesagt hat. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet, ganz klein und demütig. Und habe gesagt, sorry, aber jetzt habe ich verstanden, was du gesagt hast. Ich würde dich gerne nochmal sehen. Ja, so. Das dauert manchmal ein paar Jahre, ja. Ja. So, und deswegen weiß ich auch, dass ich mir wegen der Anja da gestern keine Sorgen machen muss. So, die irgendwann. Ich finde es halt toll, dass sie sich gerade daran stößt. Später. Bis später. Mhm. Alles gut.
Herrlich. Herrlich. Das sind gute Zeiten. Ich habe jetzt so eine chillige Zeit. Also ich habe es mir selber fast wieder kaputt gedacht, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit gechillt, wenn ich so echt? Will. Ja. Ich dachte, ich tue dir heute auch mal einen Gefallen. Tust du? Ich habe, wie gesagt, da oben, da kriege ich irgendwie nichts gekiffen. Das ist, also ich bin seit vergehen Wochen. Und das hindert mich letztendlich aber auch nicht daran. Ich merke halt auch den Unterschied. Ich weiß ganz genau. Also das ist nicht nur verboten, weil es das Milliarden-Dollar-Kraut ist. Ja, nicht nur bewusstseinserweiternd. Das hört sich immer so ungreifbar nee, an. Einfach, es harmonisiert, du bist entspannter. Du hast keine Lust, dich rumzuzanken. Ja, du bist auch viel leichter bereit, auf einfach Alkohol mal zuzuhören. Gucken, genau, auf Alkohol willst du dich da ja, dabei. Bin ich was. Ja. Ja. Und ne, ich mache halt auch die Beobachtung, also ich komme auch prima ohne aus, auch easy, wenn nichts da ist, denke ich auch nicht groß drüber nach, gibt so zwischendurch mal so ein, ach, jetzt hätte ich schon ganz gerne mal ein Tütchen zu rauchen, so, ne? Weil dann sind so ein paar Sachen, wo ich halt, aber das ist genau das. Wenn ich nicht gekifft habe, bin ich viel empfänglicher für alle Formen, alle möglichen Formen von Bedenken. Weil, ist mir nämlich auch aufgefallen, ich bin ja dann in keinster Weise nüchterner. Die Leute tun immer so, als wäre das da irgendwas. Hey, geh mal da raus, in diese Luft, verpestet von Autoabgasen, radioaktiv verstrahlt, voll mit Aluminiumpartikelchen und was weiß ich was noch für Giften. Und das ist, kannst du einer Ursuppe vergleichen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange jemand überleben würde, der irgendwie eine Zeitreise von, sagen wir mal, vor 2 Jahren, von 200 Jahren ins Hier und Jetzt macht, physisch hier anwesend wäre. Also nicht so wie Nathan, aber das dann halt, hey, ich glaube, der würde keine Minute, der wird ersticken. Ne, wir haben uns dann langsam daran gewöhnt, während wir diese ganze Suppe da um uns herum aufgebaut haben. Aber wer glaubt denn noch, da nüchtern sein ist doch gar nicht wirklich möglich in diesem, mit jedem Atemzug, holst du dir deine Portionchen Vergiftung, dann mit so vielen Sachen, die wir zu essen bekommen, weil sie ganz normal und billig zu kaufen sind, und dann da noch, und dann soll es schlimm sein zu kiffen? Das ist gleich bei der Kokosmilch, weißt du, da ist die mit E und so, Farbstoffe und Geschmacks und was weiß ich was alles, ist dann die günstigere Variation, und da, wo das dann nicht drin ist, dann zahlst du dann 2 Euro für die Dose. Ja. Ne? Und egal. Ja. Das ist genau das, wo wir halt wirklich auch mal drüber nachdenken sollten, wenn wir uns so. Egal. Ja. Und ich kann gerade echt jedem empfehlen, der das irgendwie. Also es gibt auch Leute, die können es gar nicht vertragen, zumindest beim Rauchen nicht. Aber dann esst Kekse, die wirken anders. Die könnt ihr ganz anders dosieren. Aber ich kann gerade. So mit dem Tabak und so, meistens ist da wirklich der Tabak dann dazu. Also, ja, ne? Das habe ich auch ganz gerne, ne? Aber rauchen tue ich auch das nicht. Ja. Also rauchen, ehrlich gesagt, habe ich in der letzten Zeit schon was mehr, da habe ich dann aber auch viel gesessen, habe viel im Kopf gearbeitet und für mich ist das Räuchern. Ich nehme das Rauchen völlig anders wahr als jeder andere. Aus einer völlig anderen Perspektive. Deswegen macht es keinen Sinn, mit mir darüber zu reden. Man wird sich da nicht wirklich an das gewöhnen können, was ich sage. Es sei denn, man schaut es sich selber einfach mal so an. Für ein kleines Weilchen. Wie sieht die Welt denn aus, wenn Nikotinstäbchen tatsächlich was richtig Gutes sind? Auch wenn gerade jeder andere irgendetwas anders behauptet und vor allen Dingen auf diesem Päckchen diese ganzen Nocebo-Dinger, damit ihr das denkt. Weil auf die Weise ist das für euch giftig und für mich nicht. Das ist ja Visualisierung für uns dann in dem Moment. Ja. Mich entgiftet das tatsächlich. Ich räuchere aus. Also, weil
Und wie gesagt, also entgiften, das ist alles sehr relativ. Also find heute mal eine Brennnessel, die nicht die ganzen, diese ganzen, diesen ganzen Dreck mit aus dem Boden aufgesogen hat, um zu wachsen. Unser Boden ist genauso verseucht. Und trotzdem überleben wir, wie die Kakerlaken. Ja, der Mensch ist auch so ein Bakterium, der sich da durchfrisst. Ja. Ne, und also ich stelle da wirklich einmal denen, die da halt auch gerade nicht anders denken wollen, mal die Frage so, wie sie sich dann denn ihre Zukunft vorstellen. Also da muss dann langsam jedem klar sein, dass irgendwann alles weg ist. Ich denke doch keiner an seine Kinder. Ja, die schieben sie aber immer vor. Nee, aber auch hier mit Kindern geht das nicht. Ey, das, wie oft habe ich kann es nicht mehr hören. Ich kenne mittlerweile so viele Beispiele von Leuten, die es mit Kindern machen, völlig einfach andere Wege zu gehen, dabei nicht unbedingt von heute auf morgen alles im Leben zu ändern, sondern einfach mal zu gucken, was für Alternativen gibt es denn. Und wenn man sich eine Weile die Alternativen angeguckt hat, dann kennt man immer mehr und dann sieht man auch einmal viel umsetzbare Sachen. Aber wenn man kategorisch von vorher die ganze Zeit sagt, nee, Bauche mit Kindern kannst du das nicht machen, dann denke ich mir nur, was seid ihr nur für Arschlöcher? Wollt ihr das demnächst euren Kindern erzählen, dass das euer Grund war, diesen Planeten komplett kaputt zu hauen? Nicht wirklich. Also das ist das, was ich meine mit irgendwie... bekommen die Worte in der letzten Zeit und nicht nur meine, so eine klare Logik, so voll von Simplizität, aber man muss halt sich dran gewöhnen, simpel zu denken und nicht möglichst kompliziert, aber das ist doch auch nur eine Denkangewohnheit. Das Leben kann so einfach sein. Und damit meine ich nicht arm und so. Ja. Aber auch darin sehe ich was Gutes. Und dann Bierflasche und, ja. Ne, und dadurch sitzen die aber alle auch vor ihren Monitoren. Ja, jeder auch. Einzelne gerade. Ja. Weil wir das so gewohnt sind. Auch etwas, was gerade einfach positiv ist. Was positiv ist, weil diese Gedanken sich darüber gerade in möglichst viele Köpfe reinkopieren können. Wie gesagt, ne, denken wir on mind, sind Gedanken Dateien und gerade, das passiert immer, wenn man irgendwas auf, dann werden Dateien da reinkopiert. Im Moment sind es diese. Und ich weiß, dass immer mehr Leute vor Gedanken wie diesen sitzen werden und sich genau sowas reinziehen. Ja, alles Prozesse. Ja. So, bis hier wird sich wahrscheinlich schon der ein oder andere massiv mal aufgeregt haben. Aber andere schon wieder nicht. Und irgendwann guckt vielleicht der eine, der sich hier jetzt noch gerade aufregt, ein paar Monate später das Video nochmal und denkt sich, scheiße, geht es mir gerade genauso wie dem, wo er es gerade erzählt hat mit seinem Freund. Das ist einfach, dass manche Sachen braucht man nicht sofort alle aufzugeben, aber es reicht und da kann, die Leute meinen immer, man muss da irgendwie an ein Ziel. Es reicht gerade erstmal zu kapieren oder zu beobachten in sich selber, dass man angefangen hat, Dinge zu hinterfragen. Das reicht, um auf einem guten Weg sich befinden, also das auch selber zu empfinden. Und das macht es auch wieder sehr einfach. Wenn ihr angefangen habt, Dinge zu hinterfragen, dann ist das ein gigantischer Bewusstseinsschritt. Mhm. Da könnte man sogar einen Bewusstseinssprung, könnte man das nennen. Und das ist das, wovon wir alle reden. Und das hat ausschließlich damit zu tun, nicht mehr einfach alles zu fressen, sondern sich selber seinen Geist zu öffnen, indem man anfängt, Dinge zu hinterfragen. Warum ist das so? So wie wir das als Kinder noch konnten. Weil wir als Kinder noch Wissenslücken haben durften. Wenn man heute eine Wissenslücke hat, dann ist man ja ein Loser. Also zieht man sich Argumente aus dem Ärmel oder an den Haaren herbei. Und dann muss er nicht stimmen, muss ich nur gut anhören. Und notfalls komme ich mit irgendwelchen Totschlagargumenten. Und spätestens, wenn dann etwas kommt, was sich sinngemäß angehört, dann wie, du bist doof. Ab dann ist die Diskussion völlig tot, nutzlos oder so. Irgendwelche Anschuldigungen kommen oder irgendwas dann persönlich. Du hast aber gesagt. Für mich. Ja. Einfach auch mal ruhig zu bleiben. Zu
zwar jetzt nicht dieses einfach mal sein lassen, aber dafür einfach mal ruhig zu bleiben, ja, und zu mal gucken und zu beobachten, wie ich selber auch reagiere, ja, und mich in Zaun zu halten und so. Hab's und das halt ist möglich, ne? Ja, ich hab's dann halt auf die humorvolle Weise nehmen müssen. Musst dein Ego töten! Und auch oft in, so ein bisschen in der Dreck ziehen müssen, aber es ging dann. Das ist doch das Geilste. Ja? Das haben wir durch Harry Potter gelernt. Ja, wie geht man mit Irrwichten um? Ridiculous. Ja. Das Coolste ist, wenn ich, jetzt kommen wir wieder zu Dinge annehmen, dass die unangenehmen Dinge in unserem Leben annehmen. Nicht dagegen kämpfen, ja, nicht loslassen, annehmen. Annehmen, ja, und dann wissen, wie man damit umgeht. Dann haben wir nämlich, das ist so dieses, das, da weiß man auch nicht, wie man das machen soll. Mhm. Ich habe da eine Technik für. Wenn ich sowas in mir finde, so Sachen, wenn wo ich eigentlich nicht, wo ich mich auf eine Weise verhalte, die ich selber für nicht produktiv halte, aber gerade nichts dagegen machen kann, mich über irgendwas aufrege, mhm, oder sonst was. Das in einer Form zu machen, durch die das Ganze tatsächlich lächerlich wird. Das heißt, ich versuche, ja, mich zu übertrumpfen. Mhm. Ich, der Beobachter, versuche das nicht. Das kann man von jetzt auf gleich, weil man es gelernt hat, sich über Leute lustig zu machen und Dinge zu übertreiben, das einfach mal in dem Moment, in diesen Momenten fallen, mit sich selber zu machen. Und so auf die Kacke zu hauen, dass man selber darüber lachen muss. Hm. Worte in den Mund zu nehmen, die man nie benutzen würde. Ja. Und weil es sich aus dem eigenen Mund deswegen so. Hm. Aber sich dann wirklich mal zu erlauben, kurz auszurasten, mhm, aber so, dass es zu einem Lachen führt, und das löst jedes Mal die Situation, das löst, mhm, jedes Mal das Urteil über sich selber, dass man dadurch fühlt man sich dann so schlecht, ja, ich kann da jetzt nicht schon wieder mies drauf sein. Ja, aber wenn es gerade bist es. Und auch das kann was Gutes haben. Beziehungsweise, es hat immer was Gutes. Immer, grundsätzlich. Was ich aber nicht sehen kann, wenn ich immer nur auf das Schlechte gucke. Also einfach mal anzufangen, zu gucken, was könnte das und das, woran ich mich gerade stoße, weil ich sage, boah, das geht ja gar nicht. Mhm. Ich hab's tatsächlich was Gutes haben könnte. Das sind so wie Déjà-vus, aber ein bisschen anders, bis ich das erstmal gefunden habe. Ich habe dann mit einer drüber gesprochen, die halt auch mir anfangs so mit meiner spirituellen Zeit so schamanische Tierkraftkarten gezeigt hat und auch mit dem Legen und so. Und was wollte ich sagen? Das kann ich ja leider gerade auch noch nicht sagen. Hm. Spulen wir mal zurück. Ja, wir können ja mal zurückspulen. Aber sonst, der Faden kommt bestimmt gleich wieder. Ja, das ist das Coole bei Chill mit mir. So, da gibt's keinen Faden. Genau. Da gibt's einfach nur Inspiration, da wird einfach nur gedacht. Das ist das, was man beim Austausch so macht. Man schmeißt alle Informationen, die es zu einem Thema gibt, auf einen Tisch, guckt sie sich rational an und dann weiß man, womit man zu tun hat. Genau, das Annehmen war's. Das Annehmen. Erzähl. Die Déjà-vus. Ja. Also, Déjà-vus. Déjà-vus läuft das. Der Film ja so ein bisschen visuell ab und du denkst so, boah, das kenne ich alles. Ich weiß, was als nächstes passiert. Und bei Jamie ist es halt so, dass du läufst jetzt hier in den Raum und bleibst dann stehen und bist plötzlich für eine Millisekunde ganz woanders. Also der Raum und die Örtlichkeit sind so gleich, ja, aber es sind andere Sachen und das kenne ich aber auch. Oder auch eine ganz andere Stimmung hier drin, ja, in dem ganzen Raum. Ja. Es fühlt sich für eine Millisekunde an, als wäre ich wo ganz anders. Und das hatte ich letztens über etliche Sekunden, während ich eine Brücke raufgegangen bin. Ich habe so arg Angst gemacht, weil ich dachte, oh Gott, haut sie mich jetzt weg. Wie heißt das? Jamais vu. Und jetzt pass auf, die Erklärung bei Wikipedia. Das ist Französisch, das darf man akzeptieren gerade, in vollem jamais vu. Amélie darf, ne? Amélie? Jamais vu wird erklärt in Wikipedia, dass man wohl epilepsiekrank sei. Ja, okay. Das gehört wohl mit dazu, da müsste man sich mal untersuchen lassen. Und ich habe das jetzt schon bestimmt seit 2001 und ich habe nicht irgendwelche Anfälle oder so. Ja.
Nee, ich habe auch keine epileptischen Anfälle. Nee, ich habe es dann echt angenommen irgendwann. Aber diese Dinge kenne ich durchaus. Also das und habe dann gedacht, okay, dann habe ich halt diese Gabe. Ich finde zwar keinen, der das auch so... Time Shifts. Ich erzähle die ganze Zeit von Time Shifts. Ich erzähle die ganze Zeit von meinem Erlebnis damals im Wald und Nathan und bla. Das sind Time Shifts. Ich glaube, wenn du dich jetzt weiter damit beschäftigst, ja, wenn du das sowieso schon in dir fühlst und merkst, dass es da ist und vor Augen hast und weißt, wovon wir da gerade reden, du in der Lage sein wirst, dich wie im Traum zu bewegen, sehr, sehr schnell. Ja, das ist ein bisschen schwierig so mit meiner Träume und meiner Vorstellungskraft. Das mach es nicht schwierig. Ich sag dir, es ist absolut simpel. Fang einfach an, es zu beobachten. Das ist doch das Allerschwierigste. So, und wir hatten eben gesagt, so das Allerschwierigste, das, was vielen gerade bevorsteht, ist etwas, was ich immer wieder beschreibe mit meinem eigenen Erlebnis, wo ich irgendwann da gesessen habe und sowas von bitterlich geweint habe in meinem Wohnzimmer, als mir klar wurde, wie sehr und in was für einem Ausmaß ich, Vollidiot, mich hab verarschen lassen. Das geht über alles hinaus, was ich mir bis dahin vorstellen konnte. Aber das habe ich überlebt. Das wird jeder andere auch überleben. Was meinst du? Naja, einfach der Moment, wo dir klar wird, dass du dich massiv hast verarschen lassen. Dass das meiste, dass 95% von dem, was du zu wissen glaubst, nicht stimmt. Ja, ich war schon ein bisschen in der Schule. So, sondern dass alles, was du weißt, einfach nur deswegen ist, weil man es dir erzählt hat. Aber du hast nie aufgepasst. Weil wir ja nie hinterfragt haben. Ja. Weil ich aus dem Gefühl heraus schon gewusst habe, dass das alles Bullshit ist, was die mir erzählen. Ich habe mich in der ersten Klasse schon mit dem Rektor... Geschichte, es sind Geschichten, es ist wirklich Märchen. Da wollte ich gesagt, was will ich, mein Kaugummi, da ja, kann ich schon haben, habe mir voll die Füße gespuckt. So, und ich sage zu dir, auf die Schule komme ich nicht. Ich habe in der ersten Klasse schon Schule geschwänzt, also ich habe da schon immer auch... Das habe ich mich nicht getraut bei meinen Eltern. Da wäre mir die Hölle heiß gemacht worden. Ich habe tatsächlich in meiner ganzen Schullaufbahn nicht eine einzige Stunde geschwänzt. Keine. So, und mit diesem Geständnis... Ich habe das anders gehabt. Aber ich bin da sehr froh drum inzwischen, weil wenn da nämlich irgendwas von anders gewesen wäre, wüsste ich heute wahrscheinlich nicht so viel über mein eigenes Leben, was darin alles so für Zusammenhänge drin zu finden waren. Ich mach das mal aus hier, weil wir schon eine Dreiviertelstunde haben. Können wir heute Abend nochmal. Ja, lasst uns mal das große Murmeln beginnen hier so auf den Webcams. Lasst uns mal zusammen chillen. Chill mit mir heißt nicht chill mit Bauchi. Ja, ganz bewusst habe ich damals diesen Namen chill mit mir gewählt, um nicht nur mit euch hier zu sitzen, sondern dazu so eine Kultur werden zu lassen. Da zu sitzen, in einem riesengroßen Wohnzimmer, wo ganz viele Leute quasi quer durcheinander reden und jeder gerade dem zuhören kann, dem er zuhören möchte. Schön, aber was zu hören bekommt, was aus dem eigenen Leben, was mit dem eigenen Leben zu tun hat, was mit unseren Geschichten zu tun hat, was damit zu tun hat, was wir gerade Tolles erleben und nicht, was irgendwelche anderen Leute Tolles erleben oder was für eine Scheiße andere erleben und wie schlecht es uns deswegen geht. Lasst uns mal diese Technik nutzen, das ist so simpel. Ihr habt alle so ein Handy und da ist so eine Kamera drin, da ist einfach ein Button. Und wenn er solche Gespräche führt, dann nimmst du doch einfach mal auf. Und wenn es Selbstgespräche sind, ihr werdet euch selber sehr dankbar dafür sein. So viel kann ich auch versprechen. Und steht außerdem in 2020 drin. Eine Hausaufgabe bis nächste Woche. Webcam anmachen und einfach mal sagen, was man zu diesen Dingen selber so denkt. Wir können ja einfach hier jetzt mal gerade anfangen, das Chill-mit-mir-Format nochmal als solches
ganz offiziell auszuweiten. Ich lade jeden von euch herzlich ein, dabei zu sein, mit oder ohne etwas zu rauchen, aber chillig, das ist das Ding. Und eben mit diesen einenden Gedanken, die damit zu tun haben, so, ach, können wir den Stress nicht morgen regeln? Ne, das wird immer so in Hippies zugeschoben, so, ne, aber hey, Mann, können wir den nicht mal morgen regeln? Diesen ganzen Scheiß, der eigentlich sowieso völlig unnötig ist, lass uns mal das alles immer jeden Tag auf morgen verschieben. Und stattdessen halt eben die Webcams anmachen und mal zu gucken, was rauskommt, wenn wir uns auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren. Und ich weiß, dass so viele da sind unter euch, die das auch gerade sehen hier, die wirklich genau darin sich schon lange üben, das Schöne in Dingen zu sehen und wertschätzend zu sein. Und da ist auch wieder eine Parallele zum Buch, wo es nämlich drin heißt, dass, okay, da hieß es nur auf Orky Talk, aber das kann dadurch ja auch passieren, dass aber diese Leute anfangen, ihre Webcams anzumachen und uns erzählen, was es an wertzuschätzenden Dingen in ihrem Leben gibt, seit sie angefangen haben, ihr Leben wertzuschätzen. Und das ist so, dass wir müssen mal langsam anfangen, das Leben zu genießen. Sonst können wir an jedwedem Ziel ankommen und haben und kaufen, was wir wollen. Aber wenn wir nicht lernen, das zu genießen, dann haben wir nichts davon. Dann bleiben wir auf der ständigen Jagd nach noch mehr und hauen uns dabei den Rest vom Planeten auch noch um die Ohren. Und dann haben wir es nicht besser verdient, als dann trauernd wieder dazustehen und dann können wir irgendwann von einer verkohlten Erde ein Profilbild setzen bei Facebook und uns alle wahnsinnig selber leid tun. Einfach immer ein bisschen und Zeit mit sich selber verbringen. Ja. Geht mal raus, geht mal in den Wald, geht mal in den Wald und schreit, wenn es nötig ist. Und dann stellt euch da einfach mal hin und macht die Augen zu und dann stellt ihr euch Mama Erde vor. Ungefähr so groß, so dass ihr die in den Arm nehmen könnt. Und dann macht ihr das mal. Das ist einfach toll, mit Mama Erde mal kurz wieder sich zu verbinden. Ich setze mich manchmal bei den Mammutbäumen in den Schoß. Und das ist kein Hippie-Gerede. Mir sind da ganz heftige Dinge bei passiert. Ich bin dabei zwischenzeitlich mal in Tränen ausgebrochen, weil mir dabei passiert ist, dass ich jedem Einzelnen von euch begegnet bin und jeden Einzelnen von euch im Arm hatte. Alle. Jeden Einzelnen. Ohne Ausnahme. Und jedem Einzelnen gesagt habe, danke, vergib mir, ich vergebe dir. Wir haben alle unsere Päckchen getragen, wir haben alle Scheiße gebaut. Wir haben alle dazu beigetragen, dass die Welt so aussieht, wie sie gerade aussieht. Durch unsere Sichtweisen wissen wir das jetzt langsam und können das umsetzen und unsere Sichtweisen ändern und dadurch tatsächlich bewiesenerweise funktioniert genauso wie Cache. Also es ist genauso, es funktioniert. Es funktioniert. Diese Dinge, von denen wir hier gerade reden, die funktionieren. Und das ist millionenfach bewiesen. Und wer es bis jetzt einfach noch nicht mitbekommen hat, mache sich bewusst, dass es nur deswegen ist, weil er sich noch nicht dafür interessiert hat. Weil es als Spinnerei bezeichnet wird oder als Esoterik-Mist oder als was weiß ich was. Nichts, New Age, ne? Haben wir Spinnerei schon gesagt? Weiß ich nicht. Hey Leute, das sind eure Köpfe. Da solltet ihr mal genauer hingucken. Struktur und Spinnen. Ja, Struktur und Spinnen. Gedankenspinnen. Die Spinner waren die Erfinder. Jeder einzelne Erfinder war ein Spinner. Jeder einzelne war so ein verrückter, durchgeknallter Typ, der mit Dingen beschäftigt war, die überhaupt nicht existierten. Und die haben ja diese Dinge Existenz gebracht. Weil der Mensch ja auch nur das sieht, was er kennt. Ja. Und damit haben sie sich nicht zufrieden gegeben. Da muss es noch mehr geben. Ja. So wie wir statt auch. Dann aber da mal über den Tellerrand zu gucken, wo dann auch mehr ist und viel mehr zu finden ist, als man sich das vorstellen kann. Bleiben sie lieber das Schnitzel. Ja, da, nee. Dr. Frosch, der in seinem Brunnen sitzt und sagt,
kommt da oben, kommt dann irgendwie ein anderer Frosch vorbei und sagt, hey Dr. Frosch, komm doch mal da raus hier, du sitzt da den ganzen Tag in deinem Brunnen drin. Kriegst ja noch das Gefühl, gibt gar nichts anderes so. Ne? Und Dr. Frosch so, willst du mich verarschen? Was soll's denn sonst am Leben? Ja. Und er kommt einfach nicht raus. Und als dann der andere Frosch ihm dann von Ozeanen und Walen erzählt und Regierungen und Walen und. Der träumende Delfin, das ist doch auch so. Ja. Und, auch so aber da sagt der Doktor. Bevor der rauskommt aus seinem Brunnen. Ja. Und dann will der Delfin aber trotzdem raus. Ja. Und die schönste Zeit und alle anderen sind dann neidisch und so. Ja. Ja. Und der Dr. Frosch bleibt da drin und der da oben ist der Spinner. Ja. Können alle auch gerne Dr. Frosch spielen, das ist mir egal. Nur wir machen was anderes. Und wir denken anders und deswegen solltet ihr euch langsam daran gewöhnen, dass wir anders denken einfach nur. Das heißt deswegen nicht, dass wir gegen euch sind oder euch nicht verstehen oder euch nicht mögen oder euch doof finden. Deswegen kann ich auch die Anja jetzt nicht doof finden. Ich weiß einfach, die macht da gerade ihren Prozess durch. Und wenn sie das hier hören sollte, mag sie sich eventuell auch ärgern. Meinetwegen brauchst du das nicht. Und bei all den Sachen, die du mir gestern in den Kopf geschmissen hast, habe ich auch ja, natürlich auch mich selber wiedererkannt. Nur so vor ein paar Jahren halt inzwischen. So, und das liegt einfach nur daran, dass ich einfach vor ein paar Jahren schon angefangen habe, Dinge zu hinterfragen. Und nichts einfach so zu glauben, weil ich es irgendwo und weil alles sagen. Wir leben tatsächlich alle in unserer eigenen kleinen Welt. Das hat auch 30 Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe. Und das war so ziemlich die gleiche Zeit, wie wo ich da gesessen habe und wirklich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich erkannt habe, wie sehr ich war sauer auf mich, ich war nicht sauer auf die anderen. Ich war sauer auf mich. Und enttäuscht von mir. Wie sehr ich mich habe verarschen lassen. Und die bittere Medizin, die dann half, war, anzufangen, Dinge in Frage zu stellen. So, ja, bevor wir jetzt wieder polemisch werden, so, fühlt euch eingeladen, hierauf einfach zu antworten, das große Murmeln losgehen zu lassen, erzählt von den Dingen, die ihr wertschätzen könnt und die euch eine andere Welt sehen lassen, erzählt, was ihr seht, erzählt, was euch durch den Kopf geht, erzählt einfach, macht den Mund auf, genauso wie ich das gerade auch mache und einfach gar nicht aufhören kann, weil es immer weitergeht, einfach so bla bla bla. Beim Reden sollte einem egal werden, was man sagt. Das Zuhören ist viel interessanter geworden. Meine Worte sind definitiv nicht mehr die, die meinen Mund verlassen, sondern die, die mein Ohr erreichen. Weil mein Interesse, sich diesen ganzen Soundtrack zusammenbastelt, lässt mich dahin horchen. Ohne, dass ich das großartig jetzt sagen würde, ja, ich dirigiere das. Ich will jetzt dahin hören, ich will jetzt, nee, das machst du automatisch. Also dirigiert etwas anderes das. Und das ist nicht Bauchi, der das bei mir macht, sondern etwas in mir. Etwas, was ich auch in euch in Kürze wiederfinden wird. Bedeutet, ihr werdet sehen, wer ihr wirklich seid. Da könnt ihr aber nichts für tun, sondern wenn ihr bis hier schon mal dieses Video gesehen habt, sage ich euch mit 100%iger Garantie, werdet ihr es bald erfahren. Ihr seid einfach auf dem Weg dann dahin. Dafür brauche ich kein Hellseher zu sein. Da sehe ich einen Apfelbaum wachsen und weiß, da wachsen irgendwann ich überlege, ob ich mit meinen Ohren, ich habe ja schon so Segelohren manifestiert auch, ne? Ich will ja Segler werden, ja? Ob ich noch was Größeres werden lassen kann. So Elfenohren. Spock. Ja. Mal gucken. Ich arbeite dran. Guck mal. So, ich drücke mal auf das Knöpfchen hier. Und sagt tschüss und bis bald und bleibt euch erhalten. Konzentriert euch auf euch gerade.
das ist gerade der Zeitgeist. Darum geht es gerade. Aufstehen, bei sich selber bleiben. Fokussiert bleiben. Immer gucken, wie sieht die andere Seite aus. Sich nicht mehr auf den Scheiß einlassen. Ich bin weder für noch... der ganze Quatsch ist alles Illusion. Läuft alles wie ein Film vor mir ab. Ein interaktiver Film. Und den gucke ich mir an und brauche mich mit nichts mehr zu identifizieren und habe dadurch etwas völlig anderes. Ich habe ein wesentlich besseres Gefühl im Bauch, brauche keinen Psychiater, muss mich nicht ständig irgendwo ausheulen, ich bin mein eigener Psychiater, mein eigener Therapeut. Ja. Ne, mit den, für dich, du weißt ganz genau, dein Kopf ist am besten, also, wenn du ihn in Ruhe lässt und einfach mal denken lässt, was er will, das passiert dann nämlich, wenn man frei denkt, ja, dann hat man nicht so zwischendurch, das geht ja gar nicht. Und dann, das ist meistens schon nach 5% kommen die ersten Stöße mit der Tabumauer. So, das geht gar nicht. Und dann lässt man es halt sein. Ne? Aber dann versteht man eben nicht und kommt auch nicht zu dem Punkt, wo man über all die Perversitäten hinweg irgendwo an den Punkt kommt, wo man schon mal war. Und der Kreis sich schließt und wieder ganz am Anfang man ist und dann aber... Level up, Mann. Ich habe den ganzen Gedankengang gedacht. Juhu, das ist was ich früher als Kind irgendwie noch konnte. Bis irgendwer meinte, er muss mich mit was anderem beschäftigen, als womit ich mich gerade beschäftigen will. Ja, da komm mal gegen an. Ja, deswegen sage ich, wir sollten aufhören, uns gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen. Das bringt uns nicht weiter. Weder den Politikern, noch den Terroristen, noch unseren Freunden, weil sie irgendwas machen. Ich habe auch bis jetzt da keine Schuldzuweisung irgendwie gegeben. Ich habe auch kein Urteil abgegeben. Ich habe einfach nur gesagt, hey Leute, da gibt es noch eine andere Seite. Vielleicht wollt ihr euch die auch erstmal angucken, bevor ihr entscheidet, ob ihr weiter dieses Bild drin benutzen wollt oder nicht. Und wenn ich irgendetwas like, was mich gerade bestätigt, weil ich gerade drüber lächeln muss, weil ich denke, was für eine Comedy-Show. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ich das alles völlig anders wahrnehme, als ihr gerade denkt. Weil ich eben nun mal eben in meiner eigenen kleinen Welt lebe und ihr in eurer eigenen kleinen Welt. Aber wir eben alle Zellen eines Organismus sind, der gerade einen Weckruf durchgegeben hat. Und offensichtlich sehr viele Menschen erreicht gerade. Und deswegen sage ich, wir leben in sehr interessanten Zeiten. Je entspannter ihr jetzt euch eurem Tag widmen könnt, und indem ihr nicht so eine Scheiße konsumiert, sondern euch auf euch konzentriert, bei euch bleibt und auf einmal wieder Zugang zu eurem Umfeld bekommt und euch mit denen auch wesentlich besser irgendwie, und dann die, wo es nicht geht, da geht er halt nicht mehr hin oder die kommen nicht mehr. Man hier fängt es an, dass wir uns anfangen, mit denen zu umgeben, mit denen wir uns gerade umgeben wollen, weil das eine schöne Zeit möglich macht und eben nicht mehr dahin gehen, wo wir mit Menschen zu tun sind, mit denen wir zu tun haben sollen oder müssen, und dadurch ein ganzer Haufen Stress entsteht. Wenn wir uns nämlich einfach nur ein ganz kleines bisschen freier bewegen können, werden wir merken, wie gut wir alle miteinander parat kommen können. Und das ist auch nicht blanke Theorie, sondern das kennt eigentlich auch jeder. Keine Moral. Keine Gesetze. Warum keine Gesetze? Wir brauchen einfach nur mal aufzuwachen und aufzustehen und dann wissen wir, die Welt völlig anders wahrzunehmen. Tatsächlich wie auf einem höheren Level. Vorher habe ich auf dem Boden gelegen, habe mir die Welt von da aus angeguckt und dann stehe ich auf und kann auf einmal fast von 1,80 Meter hoch überblicken, und das wird definitiv einen Unterschied machen, wenn man dieses innerliche Ding nicht macht. Wir haben ja den aufrechten Gang schon mal gelernt, ne? Wenn wir es mit der aufrechten Haltung ja auch noch hinkriegen. So, jetzt sind wir bei einer Stunde. Nette Chill-mit-mir-Sendung. Ich freue mich auf mehr. Wenn kein anderer mitmacht, mache ich trotzdem weiter. Ist mir auch scheißegal. Deswegen kann ich diese Sachen erzählen, als hätte ich sie erlebt, weil ich sie erlebt habe. Weil die Sachen, wo ich zu aufgerufen habe, da war mir scheißegal, ob da irgendjemand mitgemacht hat oder nicht. Ich habe es gemacht. Und dadurch ist es dann tatsächlich für sehr viele wahrnehmbar geworden. War für dich auch bis Übung? Ja. Und das ist nur ein bisschen Gewöhnungssache. Ja.
Das ist nicht schwer, das ist nicht übermenschlich, da auf diesen Button zu drücken und Tschö zu sagen. Tschö.